Weiß ich. Erstattet Desiree Bericht. Ja. Ist markiert. Desiree! Wo ist sie denn? Schade, dass ich nicht auf der Karte ein bisschen herumdingeln kann. Ach, wartet. Die ist vermutlich gar nicht gespawnt bisher. Harmoniediagramm. Wo ist Desiree? Du bist nicht Desiree. Oder konnte ich das nicht übers Missionsbuch nehmen? Das wäre ja vermutlich zu einfach. Zumindest weiß ich aber jetzt, wie sie aussieht. Dann werde ich sie auch im Harmoniediagramm finden. Da ist sie. Sie kommt zwischen 18 und 6 Uhr. Besucht oft die Ätherlampen. Okay, dann ist es noch zu früh. Wir könnten vielleicht mal gucken bei Miller. Der vielleicht schon da ist. Der ist gespawnt. Okay. Dann suchen wir Miller. Der ist da. Wir werden natürlich die Missionen noch machen. Wir kriegen dafür ja Erfahrungspunkte und Geld. Beides sehr wichtige Dinge. Ich muss Klamotten kaufen, die zueinander passen, sonst werde ich wahnsinnig. Huch! Müssen Sie ein bisschen beeilen, nicht, dass Miller jetzt despawnt, wenn es zu spät wird. Aber Desiree müsste gleich kommen. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ach, das war der. Ja, da stand vorhin unter der Brücke, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Hallo. Wie? Das Feldwebchen, dass ich zurückkomme? Was für eine Versagerin. Kann sie mich nicht selbst zurückholen? Wenn du nicht jedes Mal davonlaufen würdest, würde sie das mal tun. Ach, ich will euch nicht noch mehr Umstände machen. Ich bin unterwegs. Danke! Die Mission ist aktualisiert. Was muss ich denn noch machen? Erstatte Emmy-Bericht. Die nicht mehr da ist. Sonst würde ich das auf meiner Karte sehen. Wobei, die ist eigentlich noch da. Aber auch nur noch 8 Sekunden. Die Zeit vergeht so schnell. Gut. Wie, da komme ich nicht drüber. Achso, ich muss da runterfahren. Ja, ist okay. Dann markieren wir uns das andere. Mit der Uhr, damit wir das... Damit wir das mal vom Tisch haben. Da ist er. Desiree! Ich hab deine Uhr. Du hast sie repariert? Danke, Schalk. Ich werde in Zukunft besser auf sie achten. Versprochen. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Schalk, was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass ich sie absichtlich kaputt gemacht habe? Damit ich einen Grund habe, mit dir zu reden? Das war nur Spaß. Keine Sorge, so etwas würde ich natürlich nie tun. Niemals. Auffällig nach links und nach rechts gucken. Danke nochmal, auf dich ist wirklich Verlass. Mission erfüllt.
Na, ich könnte mir schon vorstellen, dass Schalk nicht so unbeliebt ist. Bei den Damen. Du hast eine Mission für mich. Alright. Was guckt ihr denn so? Wollt ihr meiner Gang beitreten? Nö. Könnt ihr gerne machen, wir brauchen eh neue Leute. Von unserem Megaplan habt ihr ja sicher schon gehört, oder? Worum genau geht es denn? Ich find's gut, wie dieser Kamerawinkel steht. Perfekt. Genau, lass mal hören. Immer mit der Ruhe. Ihr werdet die Einzelheiten noch früh genug erfahren. Jedenfalls kriegt ihr jetzt erstmal den Auftrag von mir. Unk-Ohr-Quäksäcke. Hab ich vielleicht schon. Aber ich habe nur 2 Unk-Ohren, glaube ich, bisher. Das wäre natürlich jetzt ein großer Zufall. Sammelt in der Tempelhöhle ein paar Unk-Ohr-Quäksäcke. Das dürfte euch doch nicht schwerfallen. Ich glaube, da war keiner dabei. Ich zähle auf euch. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, wir machen das schon. Okay, ich habe einen zumindest. Okay, was haben wir denn noch für Missionen? Kekse für die Enkelin. Wir müssen noch was tun. Nein, das ist abgeschlossen. Es verwirrt mich, dass die da mit dabei stehen. Ich fände es gut, wenn wenigstens dann das rote Ausrufezeichen weg ist. Monstermission. Beim Abwehrgeschütz 1. Niedliche Unkohren. Naja, wir haben ja gesehen, so niedlich sind sie eigentlich gar nicht, ne? Sehe ich jetzt mal gar nichts. Das wollte ich nicht. Also ich müsste jetzt ins Monsterlexikon gucken, wann die denn auftauchen. Koloniekrabbel. So, was mal mit denen. Sehe ich jetzt auch nichts. Da ein rotes Ausrufezeichen. Ist jetzt Nacht. Habe ich denn ein Buch, wo drin steht, Heiliger Bimbam, wo drin steht, wie die Viecher so auftauchen? Kann ich eigentlich noch was, abgreifen? Aber ich glaube, das kriege ich dann automatisch, ne? 22 habe ich schon erledigt, okay. Da fehlt uns noch eine ganze Menge. Collections, ist da irgendwas? Nö, ne? Ah, okay. Weißkäfer und Sorgenkäfer. Kategorie vollständig. Danke. Schaut's hier aus. Blaue Kette. Hasenlunde. Ah. Schneeplatte. Regenbogenzirkon. Möwenzahn. Mondblume und Morgenhortensie. Schön. Sag mal hier. Tanzapfel. Und Schwarzkiwi. Mensch, bin ich gut. Gemüse, Wasabi. Kartoffeln. Rotsalat. Was bedeutet das hier? Dass ich das noch nicht habe. Ich war noch nicht fertig. Okay, das heißt vermutlich, dass ich das, was ich hier brauche, noch nicht habe. Okay. Aber das, was ich habe, kann ich ja schon mal einsetzen. Ach, wie süß! Oh.
lohnt sich echt mit den Kategorie-Dingern. Was ich jetzt nochmal machen könnte, ich habe ja ein paar Sockel, unbesetzte. Erhöht Ätherkraft, erhöht physische Abwehr. Erhöht zum Kampfbeginn den Mut der Gruppe um 18. Erhöht maximale KP um 12, aber ich glaube das vielleicht. Was habe ich hier? Die Agilität vielleicht. Das gebe ich mal dir. Den Waffenschaden könnten wir bei dir mal erhöhen. Und vielleicht das hier. Und vielleicht das hier. Gut. Wo kommt das ganze Blau her? Wo laufe ich eigentlich hin? Ich müsste raus. Sind das noch die Krabbel, die ich anvisiert habe? Boah, ich habe Hunger. Du hast noch... Hallo? Nee, du nicht. Du nicht. Du hast was. Geldnot, ich bin's, bin ich ja gewohnt, aber so pleite war ich noch lange nicht mehr. War schon lange nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich das alles zurückzahlen kann. Der Schuldenberg wird immer größer und größer. Und das Schlimmste ist, dass sich meine Texte nicht mehr verkaufen. Ich habe kaum noch Einnahmen. Was soll das, wo soll das nur hinführen? Nee, Leopold, denk dran, du musst noch zahlen. 300.000... 300.000 Gold? Bis übermorgen. Vergiss das nicht, hörst du? Was? Das schaffe ich nicht. Vor kurzem waren doch noch von übernächster Woche die Rede. Du weißt doch, wie das läuft. Du blechst. Wenn nicht, fände ich dein Hab und Gut. Ich schätze, mein Gläubiger wird bald Geld sehen wollen. Ich muss mir irgendwas aus der Klemme herausfinden. Irgendwie. Ich habe aber keine 300 für dich. In der Vision wird Leopold von Herrn Presser wegen seinen Schulden rücksichtslos unter Druck gesetzt. Verhindere diese düstere Zukunft. Stell Herr Presser wegen seiner schmutzigen Methoden zu reden. Okay. Ist das zeitbasiert? Mal ist der Presser in meinem Harmondiagramm drin. Das bist du, ne? Zwischen 21 und 6 Uhr ist er da. Ist er da? Nein, ist noch zu früh. Vielleicht sollte ich dann mal zu den Krabbeln oder was auch immer ich da anvisiert hatte. Irgendwas müsste hier ja rumstromen. Nein, das waren die Ungohren. Hier. Das geht. Everyone, let's go! Leave it to Ryan. Hammer, beat! Boom! Ryan, you're a lifesaver. Ah, ich habe keine Nicht-Monado-Dinger mehr. Nothing's gonna touch you as long as I'm around. Ich weiß gar nicht mehr, was die Mission war. Irgendwas mit niedlichen Unkohren. We can't lose. Let me at him. Ha! Hammer! Let's take this! Boom!
Now it's Ryan time. Team S! Alright, we can do it. We've almost got them. I'm powering up. That was too easy. Let's not lose our heads, though. Weiß nicht, ich glaube, ihr habt keine Säcke. Glaube ich, denke ich. Bin ich mir fast sicher. Wie war die Mission? Ist das da? Dann ist die Krabbel. Ach, haben wir schon. Jetzt, du hast die Bitte des Soldaten erfüllt, das Gebiet um das Abwehrgeschütz 1 ist sicher geworden. Das heißt, ich habe es erledigt. Okay. Na, umso besser. Ja, ja, knödert ihr mal rum. Wir suchen jetzt den Presser und hauen ihm das Monade um die Ohren. Halte ich für einen guten Plan. Nur so kann man mit solchen Leuten umgehen. Sonst verstehen die einen ja nicht. Habe ich mir mal sagen lassen. Gott, wie schnell die Zeit rumgeht. Das heißt, ein Tag ist in 24 Minuten rum. Ich wünschte mir, in Animal Crossing ging das so schnell. Das ist für Leute, die so ungeduldig sind wie ich, echt super. Was hast du eigentlich noch an Ausrüstung? Nein, ich wollte. Ach, jetzt sehe ich das. Okay. Der Schild wäre ich das doch besser. Wie das, was ich jetzt habe. Stehe ich das gerade richtig? Ach so. Ich muss das gedrückt halten. Ich habe jetzt den Blockwächter. Okay. Kaufen wir. Brauchen wir. Weiß nicht, ob ich den viel. Also, der macht aber schon gut physische Abwehr, ne? Dafür ist er schwerer. Ich nehme ihn mal mit. Ich habe so viel Geld. Wie sieht es denn bei dir aus, Ryan? Da ist einiges dabei, was für dich eigentlich interessant sein könnte. Plus 2 plus 4 plus 4 plus 2. Plus 5 plus 1 und minus 1. Leichthandschuhe. Das macht ja... Macht einiges, aber das ist so schwer. Ich glaube, das geht dann auf meine Agilität, wenn ich zu schwer trage. Ich gucke da gleich nochmal. Ich möchte jetzt erstmal den... Ja, ja. Dass er zeitlich begrenzt ist. Also dadurch, dass der ja nur an x Stunden da ist. Ich finde es gut, dass Schalk nie schlafen muss. Nein, mit Sicherheit nicht. Ach, da oben. Okay. Du da! Du
du. Das ist nicht nett, was du machst. Was? Ihr findet, ich setze den armen Leopold zu sehr unter Druck? Ich sag euch was. So unbarmherzig bin ich gar nicht. Ich will von ihm nur das Geld zurück, das er mir schuldig ist. Er hätte längst zahlen können, wenn er nicht ständig sein Gehalt für seine Perle verprassen würde. Seht ihr? Die Verantwortung für sein Unglück liegt nicht bei mir. Gute Arbeit, wie immer. Kein Problem. Es ist ein Kinderspiel, ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wunderbar. Hier ist ein neuer Auftrag. So viel? Im Ernst? Ist dieser Betrag nicht ein bisschen zu heftig? Hübsche Summe. So viel Asche kriegt er nie zusammen. Er wird aufgeben und dann kann er endlich sein Haus pfänden. Es liegt schließlich in einer feinen Gegend. Muss einiges wert sein. So, so. Herr Presser macht also ernst. Nun gut, ich bin dabei. Sieh zu, dass du es nicht vermasselst. Und verhalte dich unauffällig, sonst riecht er noch Lunte. Mir ist es herzlich egal, ob wir auflegen oder nicht. Der Einzige, der dadurch in Schwierigkeiten käme, wärst du. Leopold würde mir nie für irgendwas die Schuld geben. Was, hm? Er braucht mich gar nicht so misstrauisch anzusehen. Ich führe nichts im Schilde. Sprich mit Silviane oder mit Leopold. Okay, also wir können jetzt entweder Leopold die Wahrheit sagen oder wir stellen Silviane zur Rede. Mir ist Leopold ein bisschen sympathischer. Deswegen werden wir mit Leopold reden, wenn ich weiß, wo er ist. Du bist das nicht. Du bist das. Zwischen 18 und 6 Uhr, also müsste er eigentlich hier noch rumstromern. Wo ist er denn? Wollte ich alles gar nicht. Leopold? Das ist immer beim ersten Land, das ist so nervig. Leopold. Ach nein, ist er zwischen 6 und 18 Uhr da? Nee, da war doch vorhin da, da war es doch schon nach 18 Uhr. Nö. Müsste da sein. Eigentlich die... Ach, da. Wieso habe ich die nicht als blaues Ding angezeigt gekriegt? Wir reden mit Leopold, den mag ich lieber. Yes. Was sagt ihr da? Silviane hat für Herrn Presser gearbeitet. Die ganze Zeit schon. Es war alles geplant, dass Silviane mir mein Geld... dass Silviane mein Geld ausgibt und dass ich so mehr und mehr Geld leihe, damit er mich damit Rückzahlungen ausbeuten kann. Nein, unmöglich. Silviane ist einfach eine anspruchsvolle Frau. Und ich habe nicht genug Geld, um sie zufriedenzustellen. Das ist alles. Aber wenn Herr Pressers Ruf den Bach runterginge, dann wären auch alle meine Schulden getilgt, oder? Das wäre natürlich ein willkommener Zufall. Tut mir leid, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, aber... Ich brauche süßes Raubgift und ihr müsst es besorgen. Dann redet ihr mit Herrn Presser und versteckt es in seiner Tasche. Wenn man das Gift bei ihm findet, und ist er geliefert. Und dann schreibe ich einen Artikel darüber. Das wird sein Geschäft nicht überleben. Nun gut, der junge Mann möchte nicht auf uns hören. Ach, das ich immer. Also was, warum, wenn ich jetzt eine aktive Mission habe? Doofe Frage. Warum
springt dann das Spiel nicht automatisch auf diese aktive Mission? Weil das ist doch dann die für mich interessantere. Oder es würde für mich mehr Sinn machen, wie dass ich immer auf die erste Mission springe, die schon abgeschlossen ist. Ich fände es eh gut, wenn die abgeschlossenen Sachen irgendwo anders hin einsortiert werden. Ich könnte natürlich das kategorisieren. Vielleicht sollte ich das mal machen. Aber bleibt die Kategorisierung? Bleibt das? Bleibt. Filter. Sehr gut. Ich habe nichts gesagt. Können wir so machen. Wunderbar. Kann ich irgendwie Talente weiter? Habe ich da irgendwas? Woran sehe ich denn, ob ich ein Talent ausdingsen kann? Intuition, Kampftalent steigert Mutgewinn bei erfolgreichem Anfangsruf. Kampftalent steigert die Effektivität von Heilungstechniken. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Heilt bei Ermutigen eines Gefährten gleichzeitig KP. Das hätte ich gerne dann auch noch. Was haben wir für dich? Grundcharakterzug fördert Kritikrate. Das ist Heißblütigkeit. Kritik. Mhm. Kritische Rate. Und Eifer fördert Agilität. Was haben wir hier? Fördert Stärke. Erlaubt das Tragen von mittlerer Ausrüstung. Physischer Angriff bei Kampfbeginn gegen stärkeren Feind. Was hätten wir denn hier? Erhöht die maximale KP und hier hätten wir erlaubt das Tragen von schwerer Ausrüstung. Für mich ist ja Ryan mehr wie sowas wie ein Tank, weshalb ich mir schon denken könnte, dass ich für ihn mehr schwere Ausrüstung haben können möchte. Was haben wir danach? Villa Hohn erzeugt mehr Wut. Kampftalent heilt bei Ermutigen eines Gefährten dessen KP. Ist das vielleicht? Ist nicht Steuerung. Das wird vermutlich Stärke sein bei Kampfbeginn gegen stärkeren Feind. Villa Hohn erzeugt Wut. Was haben wir hier? Kampfagilität bei Kampfbeginn gegen stärkeren Feind. Erhöht die Angriffskraft der ausgerüsteten Waffe. Steigert im Kampf erlangte TEP. Talentpunkte? Also warum soll ich das TEP sein? Erhöht maximale KP noch mehr. Finde ich gut. Kein Mutverlust bei Kampfunfähigkeit. Mut steigt durch erlittenen Schaden. Kampftalent, physische Abwehr. TAP. Ich glaube, ich mache das mit der schweren Ausrüstung. Techniken kann ich noch mal. Bei Schalk noch mal gucken. Ah ja, muss es nicht. Oder ich warte noch mal ein bisschen. Wobei Klingensturm eigentlich auch eine feine Sache. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen trainieren. Ich könnte mal ausrüsten. Ich habe ja ein bisschen was gekauft. Hatte ich eine neue Kappe gekauft für ihn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach hier, irgendwas. Das ist voll cool. Entschuldigung, ist echt voll cool. Meine Stimme versagt. Genau, ich wollte eigentlich Shorts nach Shorts gucken. Ich habe jetzt alles gekauft, nur keine Shorts. Ach, wie cool die sind. Es ist zwar schwer wie Bolle, das Zeug, aber so cool. Da wäre das grün.
Es ist grün. Sehr cool. Hose. Gerade war mein Monado ohne mich. Hose. Well. Hose. Ich bin jetzt bei Schalk. Neues Shorts. Schicker Gürtel. Reginas Leggings. Ein Bikini. Dekadente Hose. Ich könnte Schalk eine komplette und Ryan diese Ausrüstung kaufen. Ich kaufe mal eine und guck mal, wie sie überhaupt aussieht. Ich fände es schön, wenn ich die vorher anziehen könnte, einfach weil ich unglaublich anspruchsvoll bin. Was ist das denn? Bei ihm sieht das so cool aus. Was ist denn mit Schalk passiert? Ist denn das? Es würden da Texturen nicht laden. Sieht das echt so aus? Also ich weiß ja nicht. Das sieht echt aus, es würden Texturen nicht laden. Ich hätte gern eher, dass du die bitte anziehst. Ja.